Heuer laufen österreichweit 1,2 Millionen Reisepässe ab, doppelt so viele als üblich. Grund dafür war ja eine Gebührenerhöhung vor 10 Jahren. Welche Konsequenzen ergeben sich dadurch für die Passämter? Es ist so, dass wir mit einem enormen Andrang im Jahre 2010 rechnen, insbesondere zwischen März und Juni 2010. Es wurden daher schriftliche Informationen bereits übermittelt, dass die Passinhaber frühzeitig neue Reisepässe beantragen, um eben diesen Ansturm in den Spitzenmonaten zu verhindern. Muss man in dem Fall mit längeren Wartezeiten rechnen? Es kann natürlich in Einzelfällen zu längeren Wartezeiten im Kundenservice führen. Allerdings ist nach wie vor davon auszugehen, dass der Reisepass innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Hause mit Rückschein zugestellt wird. Bei den neuen Reisepässen werden auch die Fingerabdrücke genommen. Wie funktioniert das? Da werden 2 Finger eingescannt. Im Regelfall sind das die Zeigefinger. Und das hat zur Folge, dass man den Pass ganz eindeutig dieser Person zuordnen kann und er somit auch fälschungssicher ist. Welche Dokumente muss man mitbringen? Für einen neuen Reisepass müssen Sie einfach den alten Reisepass mitbringen und ein aktuelles Passfoto, welches den EU-Kriterien entspricht. Auf was muss man bei dem Passfoto achten? Es gibt von der EU Vorgaben für die Passbilder. Das heißt, beispielsweise muss der Kopf gerade in Richtung Kamera gehalten werden. Es braucht einen neutralen Gesichtsausdruck. Und ansonsten gibt es noch andere Vorgaben hinsichtlich der Größe und Farbe des Bildes. Wo kann ich das Passfoto machen lassen? Grundsätzlich können Sie die Passbilder bei allen Fotografen machen lassen. Es gibt zusätzlich noch ein Siegel, das stellt eine Art Garantie dar. Das heißt, wenn wir bei der Behörde zum Schluss kommen, dass das Foto nicht den EU-Kriterien entspricht, können Sie kostenlos beim Fotografen ein neues Bild machen lassen. Sind auch Fotos von Automaten zulässig? Grundsätzlich ja, soweit sie eben den EU-Vorgaben entsprechen. Das heißt, wir prüfen auch hier, sind die Vorgaben erfüllt oder nicht. Es kann schon sein, dass bei den Automaten die Fotos nicht ganz passen. Deshalb würde ich schon eher anraten, zu einem Fotografen zu gehen. Müssen auch Kinder Reisepässe haben, wenn sie ins Ausland reisen? Im Regelfall ja. Also die Kindesmiteintragung in Reisepässen ist nicht mehr möglich jetzt. Es gibt aber noch Übergangsbestimmungen für die bestehenden Kindesmiteintragungen. Welche Kosten kommen auf mich zu? 69,90 Euro.